Hallo Leute und willkommen zurück bei Zelda. Wir machen weiter und wir brauchen Rubine, damit wir uns unser Schild kaufen können. Denn ohne Schild läuft nichts. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Unkraut. Spielen wir mal ein bisschen Gärtner. Ja, auch noch weg damit. Nieder. Gucken wir mal hier oben. Ah, da drin sind nur Herzen. Vorsichtig. Ah, verdammt! Vorsichtig! Jetzt nochmal. Diesmal mit Feingefühl. Ja, okay, Ben kriegt heute mal wieder gar nichts hin. Aber okay. Was soll's? Aber jetzt. Oh. Ey, das ist doch. Ja, Leute, sagt nichts. Sagt einfach nichts. Nein. So. Ah. Oh, Leute. Ja, wir haben es geschafft. Ich glaube es nicht. Gibt's auch nochmal 5 Rubine? Na, gab's doch. Ah, wollte gerade sagen, hier gab's nochmal 5 Rubine. So, dann gehen wir mal ins Haus von unserem Mido. Das ist... Nee, Haus der Zwillinge. Okay, gehen wir erst da rein, da gibt es auch Rubine. Im Gegensatz zu mir haben die nämlich Töpfe. Hälfte haben wir schon. Und 25. Ist nichts mehr zu holen. Ja. Mir fällt gerade auf, ich habe wieder vergessen, die Uhr zu stellen. Muss ich halt nach Gefühl gehen. Hier sind noch ein paar Rubine. Ist keine mehr. Wo ist denn das? Hier war's, das Haus von Mido. Denn hier stehen ganz viele Truhen mit ganz vielen Rubinen drin. Okay, 4 ist relativ. Ein Rubin. 5. Gleich haben wir unsere 40. Oh nein. Da ist jetzt nochmal ein grüner drin. Nein, noch schlimmer. Ein Herz. Wir brauchen keine Herzen. Wir brauchen nur 2 Rubine. Aber dürften wir finden. Müssten jetzt wieder welche sein. Ja, ja, alles klar. So, wir haben unsere 40 Rubine. Das heißt, wir gehen jetzt in den Kokiri-Laden. Oh ja. Nein, ich will jetzt nicht zu dir raufschauen. Geh weg. Ich mag dich nicht. Kokiri-Laden. Komm. Schild ran. Der Deko-Schild. Geh ins Ausrüstungsmenü, um A auszuwählen. Drücke R, um angewandt zu werden. Bla bla bla. Drückst du, bewegst du dich. Schwingst du den Schild. Bla bla bla. Nein, wir möchten nichts mehr kaufen. So. Rüsten wir gleich das Kokiri-Schild aus. So. Jetzt können wir auch zum Deko-Baum. Bevor
bevor du zum Dekobaum darfst, musst du dich zunächst mit einem Schwert und einem Schild ausrüsten. Hey, was ist das? Du besitzt ein Dekoschild? Und auf deinem Rücken trägst du ein Schwert? Unglaublich, es ist in der Tat das Kukiri-Schwert. Heiliger Deku. Wie dem auch sei, ein Weichling bleibt immer ein Weichling. Ja, okay. Ich sag dazu jetzt nichts. Ich werde dich niemals als einen der unseren akzeptieren. Wie nur kann es sein, dass erst Salia und nun auch der Dekobaum so viel Vertrauen zu dir haben? Grummel, grummel, grummel. Tja, ich bin einfach nur cooler als du. Das ist alles. Ja. Tschüss, Mann. Dekostab. Dekostab. Und was hast du? Noch ein Dekostab. Was ist das? Du! Und Dekostab. Gut, Leute. Da ich ja nicht auf die Uhr geguckt habe und da uns der Dekobaum auch ein Ohr jetzt abkauen wird, würde ich vorschlagen, wir machen das alles im nächsten Part. Also, bis dann. Ciao.